It's much like this though, isn't it? Hey, so you're getting married in the morning? It's okay. It's not cheating, girl. Just lick whipped cream off of it. That's literally how it is. Morecore TV, sponsored by dancingbear.com. When a normal bear is not good enough. And you need one with a giant bratwurst. This is more core? I thought we were on porn core. Oh, wait, is this not Pornhub Live? Oh, no. Tokens, I've got it in. We're on Chatterbait. Let's go. Willkommen zur zweiten Folge von Morecore TV. Wieso halte ich mein Handy in der Hand? Mike hat leider kurzfristig abgesagt, deswegen bin ich alleine hier. Und wir sind etwas zu spät, unsere Kamerajungs sind auch zu spät. Wir treffen uns jetzt erst in einer Viertelstunde am Flughafen. Und da fehlt die Zeit für die erste Anmoderation. Daniel und David landen nämlich auch gleich. Ja, ich hoffe, das wird gut. Ich hoffe, ich kriege das auch alleine hin. Die beiden sind ziemlich durchgeknallt und das wird für mich auf jeden Fall eine Herausforderung. Falls ich es nicht hinbekomme, wird es auf jeden Fall amüsant für euch. Was gibt's noch zu sagen? Die erste Folge ist mittlerweile gelaufen. Ich hoffe, ihr fandet sie gut. Wir alle hoffen, dass ihr sie gut fandet. Und wenn ihr sie nicht gut fandet, Entschuldigung, habt ihr uns hoffentlich geschrieben, wieso. Dann versuchen wir das zu verbessern. Und ich hoffe, eure Resonanz war sehr positiv. Also, wenn sie negativ war, ist es auch gut. Dann wissen wir, was wir verbessern müssen. Ich würde einfach sagen, ich gebe weiter zum Tourflash. Nee, gar nicht wahr. Zum Videoflash. Und wir sehen uns gleich wieder am Flughafen, dann mit den Kamerajungs in einer besseren Qualität. So viele Musikvideos sind in den letzten Wochen erschienen. Also Zeit für uns, heute hier ein paar davon vorzustellen. Angefangen mit Castrop Rauxels erfolgreichsten Export, Eskimo Callboy. Rechtzeitig vor dem Start der Bachelorette haben sich die Eskimos Attilas Fronts dazugeholt und zeigen einen dicken Mittelfinger an die Szene-Hater. Letztes Jahr erschien das aktuelle Fit for a King-Album Death Grip. Jetzt hat die christliche Metalcore-Kombo den gleichnamigen Titeltrack genommen und ihn in ein Musikvideo gehüllt. Die Foo Fighters sind wieder da. Mit Run haben sie einem fetten Song ein sehr unterhaltsames Video spendiert, welches uns am Ende noch an Michael Jacksons Thriller erinnert hat. Und mittlerweile wissen wir auch, dass am 15. September das neue Album Concrete und Gold erscheinen wird. Knocked Loose reißen mal wieder ab. Nicht nur live herrscht da totale Eskalation. Auch in ihrem Video zu Billy No Mates wird eskaliert. Und weil der Song nur 2 Minuten und 13 Sekunden lang ist, hat man einfach noch Counting Worms hinten dran gehangen. The Plot in You haben ihr Label gewechselt. Und so ist die erste neue Single Feel Nothing nun über Fearless Records veröffentlicht worden. Für uns definitiv ein Anspieltipp. Paris' neues Album All We Know of Heaven, All We Need of Hell soll am 4. August erscheinen. Dazu hat das Trio mit Sängerin Lindsay jetzt ihr zweites Video zu What's Wrong veröffentlicht. So, also jetzt stehen wir hier am Ankunftsterminal und warten auf die Jungs von Bury Tomorrow. Ich hoffe, die kommen gleich. Da sind sie! Hey guys! Hi! Good, very good. Is this our ride? No, actually not, but we got a quite similar one. Oh, yeah. How was the flight? Really good, yeah, really good. I don't remember any of it. I was drunk and asleep. But they let you fly, so everything is good. Everything's good. Awesome, man. We got a plan for you today. Okay. You will be our co-hosts for the show today. It's cool for you? Yeah, it's fine with me. Fine with me. Awesome. So you'll get 2 mics and then we'll go to the next stop. Hey, what's up? You're watching Morecore TV. This
this is a news flash, and then guess what? We've got some Vanessa Khan for you motherfuckers. Bleep that. Beep. Bis später. Ein als Auftragsmörder getarnter Undercover-Cop, ein angesehener Metalcore-Frontman und ein paar Männerbrüste sind eigentlich der Stoff, aus dem ein interessanter Film hätte werden können. Dass das Ganze in Kurzform durch Tim Lambesis Sucht nach Steroiden und dem Hass auf seine Ex-Frau wirklich passiert ist, ist schon mehr als traurig. Nach seiner Entlassung im Dezember wurde viel gemunkelt und geflunkert, aber jetzt scheint sich tatsächlich etwas hinter den verstaubten Ruinen von As I Lay Dying zu tun. Ein simpler Post mit dem kurzen Wort Aktivität entfacht jetzt die Gerüchteküche auf eine mögliche Reunion. Aber wollt ihr das überhaupt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und verratet uns, ob ihr euch von Tim Lambesis abgewendet habt oder ihm eine neue Chance geben würdet. Die neue Asking Alexandria-Platte ist fertig. Kürzlich verkündete die Band stolz, dass die neue Scheibe fertiggestellt sei. Mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr wird es aber dennoch nichts mehr. Sänger Danny Worsnop verspricht derweil auf seiner Facebook-Seite, dass sich die Fans auf etwas Einzigartiges gefasst machen können. Das neue Album beinhaltet demnach keine Songs über Partys oder Mädels, sondern Lieder, die man mit höchster Sorgfalt aus dem Boden gestampft habe und wirklich noch länger leben als Worsnop selbst. Spätestens jetzt haben auch wir Vorfreude auf das Album. Every Time I Die mussten ihre Deutschlandtermine mit Comeback Kid absagen. So ist Sänger Keith Buckley in die USA zurückgekehrt, um seiner kranken Tochter Susu beizustehen. Mittlerweile soll es der Tochter wohl wieder besser gehen. Musikerkollegen wie All Time Low's Jack Barricade haben via Twitter Genesungswünsche geschickt. Die Festival-Dates bei Copenhagen, Download Madrid und Jera on Air will die Band aber mit tatkräftiger Unterstützung anderer Musiker spielen. So hat beispielsweise Sam Carter von den Architects am Donnerstag beim Copenhagen ausgeholfen. Because I'll let you know ahead of time. This is my last show with Five Finger Death Punch. Für Fans von Five Finger Death Punch muss sich diese Nachricht tatsächlich wie ein Schlag auf die 12 angefühlt haben. Sänger Ivan Moody verkündete wie aus heiterem Himmel seinen sofortigen Austritt aus der Band, nur um sich später schriftlich gegenüber seinen Anhängern dafür zu entschuldigen. Ach, und auf Tour kommen die Mannen ja auch noch. Aber wer steht dann eigentlich vor dem Mikrofon? Zumindest für die aktuellen Europashows sprang Bad Wolves Frontman Tommy Wächst ein, der, glaubt man jedenfalls den Aufnahmen, durchaus einen oder mehrere Sympathiepunkte für sich gewinnen konnte. Unklar ist bisher nur, ob Moody seine Drogenproblematik bis zur großen Tour im Herbst in den Griff bekommt. Wir drücken alle Daumen, die wir finden können, denn ohne Sänger fühlt sich der Five Finger Death Punch wohl eher wie ein Einfinger-Klaps auf den Po an. Linkin Park spielten vor wenigen Tagen auf dem Hellfest in Frankreich. Als einer der Headliner performte die einstige New Metal-Macht zwar auch ein paar ältere Songs, versuchte sich vor dem Pommesgabelschwenken im Publikum aber auch daran, ihre neuen, eher poppigen Lieder der Menge schmackhaft zu machen. Leider stieß die Band damit nicht bei jedem auf Gegenliebe und so wurde Chester Bennington bei der Darbietung des Songs Heavy mit einem leeren Becher beworfen. Souveräner als sonst in der jüngsten Vergangenheit ließ Chester sich davon aber nicht unterbrechen. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Verdient es ein Künstler wirklich, mit Bechern von der Bühne geekelt zu werden, nur weil er nicht mehr dieselbe Musik wie früher macht? Wohl kaum. Der Beefträger war da. Nickelback-Sänger Chad Kroeger konnte es sich in einem Interview nicht verkneifen, gegen Corey Taylor und Stone Sour zu feuern. Demnach sei die Band eine Light-Variante von Nickelback. Zudem gab es einen linken Haken für Slipknot, die er aufgrund ihrer Masken als Gimmickband bezeichnete. Natürlich ließ eine entsprechende Reaktion nicht lange auf sich warten. Taylor forderte Kroeger mit dem Vergleich heraus, dass er selbst mit Maske zum sexiest Typen im Rock gewählt wurde, während der Nickelback-Fronter gleich zweimal der hässlichste Typ im Rock gewesen ist. Und das sogar ohne Maske. Chad Kroeger habe ein Gesicht wie ein Fuß und werde von niemandem gemocht, heißt es weiter. Auweia. Und jetzt kam sogar heraus, dass Nickelback Stone Sour vor einigen Monaten angefragt haben, sie auf einer Tour durch Kanada zu supporten. Scheinbar hat die Absage Chad dann doch etwas verletzt.